Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute, wie ihr schon im Tubeless-Video gesehen habt, mit dem Thomas auf meinen Hometrails unterwegs, weil der Thomas hat ein neues Fahrrad. Das komplette Review seht ihr auf seinem Kanal. Das ist hier so ein schönes Lapierre E-Stizi, ne? E-Zesti. E-Zesti. Und das hat ein bisschen eine kleine Besonderheit. Wir können das ja einmal kurz zeigen, weil das zu zweit ein bisschen einfacher ist. Das Lapierre E-Zesti ist ein E-Light im MTB. Das heißt, das hat jetzt etwas über 20 Kilo mit Motor und mit Akku. Das Besondere ist, ich kann mit einem Handgriff hier den Akku und den Motor rausnehmen. Das heißt, hier sitzt der Motor, hier sitzt der Akku, den ich hier dann aus dieser Tube einfach rausnehmen kann quasi. Mit Handschuhen ist das natürlich wieder nicht so einfach. So, das ist der Akku, ein 250er Akku. Der Motor unterstützt natürlich nicht so stark. Daher hält der Akku ungefähr 800-900 Höhenmeter, je nachdem wie man fährt. Ist also schon für eine 20-30 Kilometer Tour locker ausreichend. Es gibt einen Ersatzakku dabei. Das Tolle ist, wenn was am Motor dran ist, kann man den einfach so beim Fahrzeughändler abgeben, kriegt einen Ersatzmotor, kann weiterfahren. Wenn man mit Kumpels fährt, die keine E-Bikes haben, gibt es hier so eine Alu-Cover, das kommt da rein. Und man hat ein 3 Kilo leichteres, ganz normales Enduro-Bike. Wiegt dann zwar 17 Kilo, recht schwer für den Enduro, aber es ist ja hier noch ein Getriebe drin. Deswegen wiegt es halt so viel. Ich finde, das System ist für mich genau richtig, da ich ja diesen E-Mofa-Effekt nicht so mag. Der Daniel ist ja gerade eben ein bisschen selber gefahren und hat ja gesehen, dass es echt leise ist und man trotzdem aber eine Unterstützung durchaus spürt bergauf. Er wird es gleich auch nochmal bergab testen. Ich denke, es ist einfach ein gutes Fahrrad und wir werden jetzt mal zusammen ein bisschen Spaß haben. Ich habe jetzt mal ein bisschen Angst, weil ich war über ein Jahr nicht mehr im Wald, richtig normal im Wald fahren und ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich bin gespannt. So, der Thomas hat jetzt eigentlich meinen Intro auch komplett übernommen, ist auch egal. Ihr kennt ja die Abfahrten jetzt hier schon. Wir fahren jetzt zuerst das Ding hier. Das kann man so zum Warmrollen, kann man das immer ganz gut fahren, weil man so relativ schnell wieder oben ist. Dann können wir hier einmal ganz runter, dann fahren wir darüber ganz hoch auf den Berg und noch eine etwas längere Abfahrt. Und dann gucken wir, wie viel Zeit wir noch haben. Okay. Der ist neu. Der Baum war neu. Den kannte ich noch nicht. Jetzt geht es hier ein Stück weiter runter, aber das ist, die Strecke ist kaputt. Okay. Das heißt, man fährt dann eigentlich hier wieder raus. Okay. Und wieder hoch und dann kann man noch mal. Dann machen wir das. Erstmal als E-Bike klar. So ein bisschen hast du diesen Bruff-Effekt vom E-Bike. Aber einfach weil es schwerer ist, ne? Ja, klar. Das bin ich auch ein bisschen verwöhnt. Ich fahre 16 Kilo Downhiller, ne? Also. Ja, wir sind ein paar Runden gefahren. Schieben jetzt nochmal hoch, das was man nicht machen darf. Aber wir haben Samstag so früh, ist kein Arsch hier. Eigentlich würde ich den gerne noch mal probieren, dass ich da hochkomme. Bei deinem Alter sollte das ja mit dem Hochkommen auch eigentlich noch gut klappen. Ach, wenn du wüsstest, ey. Ich finde halt immer die Atmosphäre eigentlich entspannt. Ja, auch so alleine einfach. Oder gut, ich bin ja gerne alleine im Bikepark, ne? Ja gut, du hast halt den Luxus. Genau, den habe ich halt, ne? Okay, wir checken mal, ob wir die Auffahrt irgendwie treffen können. Ich bin die tatsächlich auch noch nie gefahren, erstes Mal jetzt. Ich habe ihn tatsächlich nicht bekommen. Oh je. Das war so knapp. Ist aber auch ein bisschen viel zu sehen. Ich bin sehr langsam gefahren, aber lass uns gucken, ob die Leine überhaupt funktioniert. Das mit den Wurzeln und dem Steilhang ist natürlich so ein bisschen tricky. Ja, die. Ja, aber genau. Ich habe natürlich jetzt, weil ich schon so konzentriert auf diesen anderen war, natürlich den ersten Sprung da weggelassen. Konzentriert. Okay. Thank you.
Yes! Yes! Einbildung, Paranoia. Bisschen kann, wie gesagt, wir müssen gleich mal was, hast du Luftpumpe? Ich habe eine kleine Pumpe mit, ja. Aber wie gesagt, das ist natürlich, kommt dir jetzt auch ein bisschen so vor, weil du den Schlauch nicht mehr hast und du hattest ja einen echt fetten, du hattest einen BH-Schlauch da drin. Ja. Und der stützt natürlich auch nochmal ordentlich, das hast du alles weg, das jetzt nur noch, kommt dir jetzt vor, als ob du platt wärst. Ja, echt. Bist aber eigentlich gar nicht, aber dafür hast du schön Grip. Also bist du jetzt mit dem Grip unzufrieden? Nee, gar nicht. Und ab geht's. Ab geht's. Einfach runter zum Schwimmbad. Wir am Arsch und oben total platt, da kommt ein Auto. Autos? Habe ich jetzt das hier mal übernommen für eine Abfahrt jetzt hier. Und natürlich darf es auch gleich für eine Auffahrt haben, klar. Ne? Das ist der Deal. Ja, das ist der Deal. Ich bin richtig gespannt. Dämpfer oder so muss ich nichts machen, ne? Nein. Das hat doch verschiedene Stufen, ne? Hat verschiedene Stufen, aber du fährst einfach offen, weil wir fahren ja. Wir fahren einfach offen. Let's go. Oh je, oh je. Falscher Gang. Das war jetzt schon. Schon der Punkt, wo meine Augen tränen, ohne Brille. Das Grün ist Unterstützung. Das Grün ist Unterstützung, ja. Weiß ist aus. Gut, ne? Bereit, oder? So, Leute. Ich sitze jetzt hier auf dem Lapierre. Und saus mal den Uphill hoch. Das ist schon krass. Schiebt halt echt extrem gut an. Ich fahre gerade hier easy peasy. Eine Hand hoch. Bisschen mehr schalten. Muss man schon. Aber auch der kleine Motor unterstützt echt gut. Man muss schon auf jeden Fall viel mehr treten, aber der rote Modus, würde ich jetzt sagen, unterstützt für mich sogar ausreichend auf jeden Fall. Da würde ich dann tatsächlich überlegen, ob das mehr Gewicht sich wirklich lohnt. Ansonsten auch ein mega schönes Bike einfach. Ihr seht hier, sieht einfach
gar nicht aus wie so ein E-Bike. Es sieht einfach aus wie ein normales Mountainbike und fühlt sich auch echt irgendwie so an. Ist der Thomas abgeblieben. Der Thomas trägt das Rad. Ich gehe ihn mal abholen, gib ihm sein Fahrrad wieder. Ja, am Rücken, ne? Also ich muss sagen, die Unterstützung mehr als man gedacht hätte. In Rot merkst du auch diesen Kick, ne? Wenn es dich so nach vorne kickt. Du musst trotzdem noch mehr, wesentlich mehr Mittel, hätten wir auf Turbo oder auf Boost, ja, auf Shimano, ja, oder. Ja. Du musst einfach mehr treten, aber es ist aber trotzdem ist nicht so schlimm. Hochzufahren, oder? Ja. Und ich habe gerade schon gesagt, es ist so, dass weniger Gewicht, ne? Die sind ja knapp 5 Kilo Unterschied zu den meisten, oder? Ja, so 4. Ja. Ja. Das ist schon. Ist halt eine Überlegung wert, ob sich das nicht rentiert, ne? Schade, Steve, dass du nicht dabei warst. Wir sind jetzt zurück. Ja, ich glaube, wir haben ja beide schon ein bisschen Feedback gegeben. Wenn ihr nochmal professionelles Feedback zu dem Lapierre haben wollt, schaut bei Thomas auf dem Free and Ride Kanal vorbei. Da gibt es dann aber ein bisschen mehr Input. Und das Technik, das ist so das grobe Vorstellungsvideo, ist ja online schon. Ja, das ist ja nur so ein ganz grober. Ich werde das Rad jetzt heute, bin ich Trails gefahren, habe ich lange nicht gemacht. Ich glaube, man kann es in den Videos auch sehen, dass das nicht meine Referenz ist, eher meine Achillesferse, so Trails fahren. Macht mir natürlich trotzdem Spaß. Ich glaube, wir hatten heute auch ein bisschen Spaß. Ich fahre sowas eigentlich auch gerne, habe meistens nur nicht die Zeit dafür. Ich werde natürlich das Bike, ich werde noch ein Video machen im Park, ne, in meinem Homespot in Olpe, und will natürlich auch gucken, wo kommt die 150 mm mit Grenze, dem Gewicht an die Grenze, ja. Was kann man fahren, weil generell fürs Springen zum Beispiel mache ich mir gar keine Sorgen, weil da braucht man keinen Federweg, aber halt so gerade so diese Rumpelpassagen auf der Downhill und so, da bin ich schon gespannt, wie das Rad die wegschluckt. Ich freue mich, danke, dass ich hier sein durfte, ja, Daniel, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ich muss jetzt leider wieder los, muss heute Mittag wahrscheinlich zum nächsten Termin. Und ihr jetzt Schluss mit Video gucken, Glocke aktivieren und was machen wir dann? Wir gehen raus und gehen biken. Macht's gut, Leute. Thomas hat schon alles gesagt. Ich hoffe, wir gehen jetzt in der Off-Season, wie man sie nennt. Ne? Können wir öfter mal ein bisschen Trails fahren. Und dann zeige ich dir, Daniel, mal die Trails bei mir. Obwohl ich nie fahre, kenne ich 5, 6 geile Trails. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.